Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Volcanoids, wo wir jetzt wieder an die Oberfläche dürfen. Und dann mal schauen. Das ist ja die Frage, die... mal kurz raus. Gelben Dinger sind ja alle die Missionsziele. Wir müssen ja jetzt aber erstmal unseren Bohrer so weit aufbauen, dass wir... Oh, jetzt ging es aber los. Jetzt hat es aber geruckelt hier. Dass wir quasi weiterkommen. So, ich werde jetzt hier auch nochmal ein bisschen was zerschmelzen. Zum Beispiel die Schrotflintenmunition, die ist jetzt nicht so cool. Da nehme ich dem Wenden schon die Dreier. Deswegen lasse ich das jetzt hier schon mal durchlaufen. Dann haben wir wenigstens schon mal ein paar Kristalle mehr. So, hier haben wir nichts zum weiter einschmelzen. Das ist noch dabei zu wachsen. Und der Rest ist fertig. So, dann muss ich jetzt hier mal... Wo ist es? Da ist es. Gerade angekommen. Frisch geliefert. Sogar ein Dreier. Setze ich euch mal. So, mache ich das mal weg. Und dann setze ich mal das Große dahin. Okay, nicht genügend K. Der braucht mehr als... Was, das Ding braucht wie viel? Das braucht... Kernplätze 30. Das heißt, ich müsste noch was abschalten, um das Ding dran zu heften. Deswegen nehme ich jetzt hier erstmal den alten nochmal hier hin. Der kann ja wenigstens aktiv sein. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt hier rot umran. Titaniumohr. Und Transmission. Gatling Gun. So, hierfür bräuchten wir nur Titanium-Ohre. Titanium-Bolzen. Und Diamanten. Und jetzt haben wir auch hier den Rest. Diamant brauchen wir dafür. Wir brauchen aber erstmal das hier. Intel Refinery. Also, raffineriert. Das heißt, die roten Boiler werden wir, glaube ich, auch brauchen, ne? War mir das nicht so? Nicht, dass ich jetzt die Boiler wegschmelze. Hydrauliks, Sensor, nee. Titaniumplatten, nee. Hier, was haben wir hier? Hier brauchen wir Boiler für. Intel, na, wir brauchen immer raffineriertes. Um das herzustellen. Und hier brauchen wir jetzt nur noch das Raffinerierte. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal raus. Munition habe ich bei. Wir sind ja hier noch an der Raffineriestandort. Da hinten haben wir eine Forschung. Der hilft uns ja jetzt nicht weiter. Aber wir können ja wenigstens euch hier eurer Module schon mal berauben. Ja, mit der Pistole fühle ich mich sicherer. So. Ist da irgendwas, was ich für die Forschung verwenden kann? Nee. Leider nicht. Leider, leider nicht. Ja, und hier ist auch nichts mehr, was ich mir holen könnte. Ah, doch, hier. So, das nehmen wir uns auch nochmal mit. Das schleppen wir schon mal zurück. Kann ich mir eigentlich mal unterwegs heilen. So. Was mir sowieso gerade auffällt, ich müsste mal das hier abrupsen, das abrupsen, das abrupsen und das abrupsen. Und das eigentlich jetzt erstmal hier hinten hinstellen.
So. Aufbereiten. Muss was aufbereitet werden? Eigentlich jetzt noch nicht so. Ja, das kannst du mir mal nochmal aufbereiten. Und hier haben wir jetzt eigentlich auch nichts weiter. Gut, dann gucken wir mal hier. Was brauchen wir hier? Brauchen wir eine Kupferrohre für. Lass ich das schon mal durchlaufen für Kupferrohre. Und bereite mir jetzt hier mal aus den ganzen Kupferplatten nochmal ein paar Barren. Dann haben wir das auch schon mal gut getauscht. Stimmt, ich muss das ja hier erstmal reinschmeißen, sonst funktioniert das ja auch nicht. So, erstmal hier wieder hin und her schieben. Eisenschrott, Titaniumschrott. Oh, Kohle geht uns auch schon wieder bald aus. Aber wir haben jetzt hier nochmal was, was wir reinschmeißen können. Ich laufe immer automatisch nach vorne. Ah, okay, gut. Jetzt gibt es auch schon die nächsten Slots. Wäre ja mal gespannt. So. Ah, okay, gut. Das machen wir schon mal weg. Dafür brauchen wir nur zwei zerstörte. Können wir hier noch irgendwas wegmachen? Hydraulik brauchen wir noch. Die Dinger kannst du mir nochmal zweier machen. Und hier, ja, den Kopf kannst du mir auch mal zum Zweier machen. Der Kopf hat ja keine weitere Bedeutung bis jetzt gehabt. Dann lauf erstmal so weit durch. Ja, habt ihr hingekriegt, okay. Das ist gut. So, dann gucken wir jetzt hier, dass wir... Ach nee, da muss ich ganz nach vorne. Vorne habe ich immer die Health Packet drinne. Ja. Ist die Frage, gehen wir jetzt nochmal wechseln? Den Standort wechseln oder eher nicht so? Oh, da kommen aber jetzt ganz schön viele Lebenspakete bei rum. Na gut, die brauchen wir ja auch immer sehr häufig. Zu viel kann man eigentlich nicht haben. Und die ganzen Kisten sind hier schon voll. Schick. So, Reparatur sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Aber erstmal durchlaufen lassen hier. Jetzt sind wir nämlich schon bei 138. Wir werden, das wird auch irgendwie nicht weniger. Es wird eigentlich immer, immer mehr. Mal gucken. So. Na, die wechseln sich ja auch immer blinkend ab. Das sieht auch lustig aus. Das, das und das brauchen wir eigentlich. Nee, Quatsch, wir brauchen ja das. Das und... Das können wir noch gar nicht. Das auch noch nicht. Uns fehlen ja eigentlich auch noch goldene Module. Eisenrahmen und Funates. Krieg ich denn Eisenrahmen her? Eisenschrauben? Achso, Eisenrahmen. Ja, okay. Und, Fournays. Was ist denn? Plattenrohre. Ich glaube, das ist was, was wir noch nicht haben, ne? Das heißt, wir können das gar nicht herstellen gerade. Schade. Wir können doch nicht auf Stufe 3 aufgraden. Ach, von Nace. Das ist bestimmt eins dieser neueren Sachen, die wir noch gar nicht haben, die wir nur droppen können. Das müsste hier aber irgendwo drunter sein. Ah. Okay, das ist, sieht so aus wie so eine Art Boiler. Das ist ein Stufe 3 Ding. Okay, gut, dann haben wir aber wenigstens den einen Rahmen.
Dafür brauchen wir Diamant und Titan. Das heißt, wir können da überhaupt nichts machen. Hierfür brauchen wir Kristall. Hau ich nochmal ein bisschen Kristall für Mortargranaten aus. Eigentlich wäre es nicht schlecht, ne? Wenigstens nochmal ein bisschen was machen. So, hier gibt es auch nichts mehr zu aufbereiten. Na gut. So, wie sieht es jetzt hier im Lager aus? Jetzt mache ich gerade mein ganzes Kristall weg. So sieht's aus. Könnten wir aber uns jetzt definitiv um ein paar Kollegen mit dem Motar kümmern. Ah, ich bin schon auf den Gatling bin ich schon wirklich gespannt. Können wir mal gucken hier. Gehen wir noch mal kurz zum Captain. Vielleicht weiß der Captain ja Rat und Tat mit dem richtigen Drillship. Destroy ein Tier 2 Drillship. Okay, Tier 3. Da haben wir es doch schon. So, no Drillship found. Okay. Das heißt, es gibt gerade kein Tier 3 Drillship. Nicht so toll. So, hier haben wir jetzt alle Granaten raus. Dann wechsle ich hier trotzdem erstmal wieder auf den Motar über. Ah, hier packen wir jetzt erstmal das hinein. Und ja, dann bräuchte ich mir eigentlich nur noch den Stuff schnappen aus dem Kistchen. Das ist nur die Frage, was machen wir mit den guten Motargranaten? Packe ich die? Ja, komm, die packe ich erstmal hier oben rein. Die soll jetzt hier nicht noch mit im Lager liegen. Oh, 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 oh. Was meinst du hier zu tun? Okay, mir neue Muni zu schenken. So, machen wir dich wieder ganz. Du bist auch eigentlich soweit ganz. Da hinten haben wir noch einen Zweier. Gut, gehen wir erstmal gucken. Vielleicht finden wir an einer anderen Ausgrabungsstätte vielleicht unseren Dreier. Wir haben zwar nicht mehr allzu viel Zeit, aber gehen wir mal zur 20. Weil wir bräuchten ja einen Dreier Drillchip. Ansonsten klappt das ja nicht so ganz. Ach, da siehst du, da wollte uns sogar schon einer angreifen und wir hauen gerade ab. Tschüss. So. Hau ich hier erstmal die Munition wieder mit rein. Den Reparaturkasten. Oh. Hier kommen wir aber ganz gut raus, finde ich. Kann ich aber nochmal kurz dich auf 0 stellen und dich auf 0 stellen. Besser wäre es, genauso wie dich jetzt hier auch nochmal auf 0 stellen. Ah, kein Drillship gefunden, aber wir könnten hier einmal Kohle holen. Bestimmt am Strand, oder? Na, schwimmen weiß ich ja, können wir nicht. Ist aber hier eine schön ruhige Ecke. Ah, hier überall nochmal Kohle. Ah, eigentlich auch ordentlich was an Kohle verbraucht. So. Dann war nochmal Kohle. Also, ab und zu schieße ich so krass daneben, dass ja schon unglaublich ist.
So, aber es müsste doch hier irgendwo einen Drillchip geben. Hallo, Drillchips. Da sind auch keine. Da hinten am Hintern der Welt. Ist ja schon fast oben. Da ist einer. Ich muss mal kurz leben. Kriegen wir dich noch schnell genug auseinander? Voll erwischt. Aha. So muss das. Oh oh. Oh 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 oh. Frisst Granaten. Eieiei. So, jetzt hier. Kurz heilen. Mal kriegen wir sogar wieder umsonst zurück. Das ist gut. Schon wieder eine Transmission. Okay. Wollen wir mal gucken. Kriegen wir dich kaputt? Ich hoffe doch mal. Schön hinterm Baum. Und au. Okay, die Seite haben wir kaputt. Dich haben wir auch kaputt. So, dann will ich mal hoffen. Wir haben jetzt noch 40 Granaten. Wir nehmen das Ding mal komplett auseinander. Und du hast natürlich unsere Leiche jetzt verbuddelt. Die wollte ich noch looten. Schäm dich. Komm wieder und schäme dich. Wie viele Granaten? Eine Granate, naja. Na gut, wir haben ja noch genug Granaten eigentlich übrig, also so ist es nicht. Aber wenn man mit einem Motar unterwegs ist, dann braucht man eigentlich keine Granaten. Ich pfeffer sie trotzdem gleich rein. Ah, da hinten ist noch einer. Oh, sehr schön. Sehr schön getroffen. Oh Mensch, wie viel Geschütze wollt ihr noch haben? Ist ja der Wahnsinn. So. Dahinter ist noch ein Geschütz. Ich glaub's nicht. Na los, geh kaputt. Nochmal ein bisschen knapp. So, nehmen wir uns hier mal den Kupferschrott. Lass mich durch. Lass mich durch. Dann nehmen wir uns das hier alles mit. Das ist aber auch nur Kupferschrott, was wir hier kriegen. Was haben wir hier? Wir haben hier noch ein Motar. Oh, Reparaturkisten. Dann brauchen wir die nicht machen. Kupferschrott können wir uns auch mitnehmen. Was hast du hier noch Schönes? Ja, Kristall können wir uns auch mitnehmen. Langstrecken. Nee. Oh, wir haben schon fast keine Kohle mehr. Das ist nicht so gut. Ah, Lager hast du auch. Das nehmen wir uns mit. Die Kohle nehmen wir uns mit. Ah, okay, das kriege ich nicht mehr mit. Dann kriegst du hier mal Schwefel. Dann nehmen wir uns das Ding hier lieber mit. Und jetzt ganz schnell zurück. Denn wir haben nicht mehr genug Kohle. Wir verrauchen einfach viel zu viel Kohle. Und wenn wir unsere Energie am Ende nicht hochkriegen, dann können wir nicht in den Untergrund. Und oh, 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 oh. Wollen wir es nicht beschwören. Wollen wir es einfach nicht beschwören. Oh, nur noch zwei. Oh, 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 oh. Wir sind gleich wieder da, Schiffchen. Ah, der andere verpieselt sich jetzt. Jetzt kriegen wir den zwar nicht mehr kaputt, aber es ist sowieso kein Stufe 3. Wir brauchen ja die Stufe 3 Dinger.
So, schnell, 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 schnell. Die Energie geht gleich gegen Null. Noch läuft alles. Ah, schon besser. So, dann können wir das ja auch gleich alles mit reinschmeißen. Das dazu, das auch. Das nicht. Das aber und das. Okay, dann packe ich hier jetzt nochmal Munition hinein. Jetzt habe ich fast wieder alle Mutargranaten leer geraucht. Schlimm mit mir. So. Gehe ich erstmal hier vorne hin und mal hier vorne nochmal den und den. Erstmal da rein. Wir haben hier auch noch 23 davon. Auffüllen müssten wir sowieso. Dann bereiten wir uns diese schon mal für die nächste Folge soweit vor. So, Reparaturkästen brauchen wir ja dann nicht mehr machen, weil haben wir ja gerade geschenkt gekriegt. Na komm, ich hau hier nochmal die guten Granaten doch lieber hier rein. So, ich brauche nochmal einmal voll. Nehmen wir eigentlich auch mal nächstes Mal Granaten mit? Ich weiß nicht. Also ich bin noch nicht so richtig von den Granaten überzeugt. Na gut. Machen wir jetzt hier nochmal Repariermodule. Ja, komm. Warum geht das aber nicht? Oh, 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 oh. Jetzt habe ich es aus Versehen weggemacht. So, hier ist aber alles heile. Hä, was ist denn hier noch angedämmt? Achso, das war nur der eine. Aber der kommt doch dann öfters hier vom Wegen. Naja, okay. Dann war es halt nur der eine. Mit ganz, ganz leichtem Gepäck. An und für sich. Hoppala. Mensch, jetzt lass mich raus da. Geh ich. Ach halt, wo renn ich denn hin? Ich wollte das jetzt hier noch wegschmelzen. Wenigstens schon mal. Sieht ganz cool aus. Wenigstens hier schon mal den ganzen Schrott und Co. Den können wir nämlich in Kupferbahn umändern. Das können wir in Kristalle umändern. Für den Motor. Ja, aber ich glaube, ich sollte das jetzt. Achso, Eisenschrauben und Eisen. Oh, ich hätte Komponenten machen müssen. Dann machen wir hier mal ein paar Schrauben. Und ein paar Rohre. War doch jetzt richtig, ne? Ja, Rohre fehlen noch. Dann ändern wir das mal so um. Dann passt das auch besser. So. 70 schon wieder. Eieiei. Das wird auch nicht weniger, das wird immer mehr. Davon haben wir jetzt noch 8. Davon 1, davon 2. Mal kurz gucken hier. Ah, okay, man braucht immer 3, um einen weiterzugehen. Na, ist nicht weiter schlimm. Verzwiebeln wir uns jetzt schon langsam mal in den Untergrund. Und dann bleiben wir erstmal hier und dann müssen wir mal gucken, ob in der nächsten Folge vielleicht das 3er Drillship endlich da ist, was wir dann auch endlich mal stark bekämpfen können. Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie nur Folgen kriegen mit wir dümpeln rum und warten, bis das 3er kommt. Weil wir müssen ja jetzt unseren Bohrer noch ein Stückchen weit upgraden. Aber gut, deswegen mache ich jetzt hier schon mal den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.